Hallo! Heute gibt es ein neues Video aus dem Tierrefugium Hanau und wir stellen euch den wundervollen Martin vor. Martin ist einer unserer Neuzugänge im Tierrefugium Hanau. Er hatte wirklich ein, ja, sehr trauriges Leben, denn Martin kam aus sehr, sehr schlechter Haltung zu uns. Eine besorgte Person sah, unter welchen widrigen Bedingungen Martin leben musste. Ohne Futter, ohne Wasser und ohne irgendwelche Form von Zuspruch. Er lebte ganz alleine in einem Verschlag. Und ja, man hat uns angerufen und wir baten die Person, das Veterinäramt zu kontaktieren. Da dauerte es etwas, bis überhaupt etwas passierte, denn ja, denn Martin, der macht jetzt gerade Pipi, ja. Das Veterinäramt handelte zunächst nicht, obwohl man ganz klar gesagt hat, dass er ohne Wasser ist, bei wirklich sehr hohen Temperaturen. Und ja, dann erfolgte ein zweiter Anruf. Endlich bemühte sich das Veterinäramt hin und begutachtete, wo Martin lebte. Und es war klar, dass er dort ja, gerettet werden musste. Das Tierrefugium Hanau hat dem Veterinäramt umgehend angeboten, den Ziegenbock bei uns aufzunehmen. Und wie man sehen kann, ist Martin noch sehr, sehr dünn. Also man kann sehr deutlich hier die Hüftknochen sehen. Er war in einem sehr desolaten Zustand gewesen. Er hatte massive Räude. Das musste alles behandelt werden. Er, ja, hier sieht man es auch noch mal ganz deutlich, wie abgemagert Martin ist. Er bekommt jetzt sehr gutes Futter und hat Aufbauspritzen von unserem Tierarzt bekommen. Und er hat natürlich auch eine Behandlung wegen der Räude erhalten. Und man sieht schon, dass das Fell viel, viel besser geworden ist. Martin ist eine unglaublich liebe und zutrauliche Ziege. Man kann es immer schwer begreifen, dass Tiere, die so schlecht gehalten wurden, doch noch so ein Vertrauen zum Menschen haben. Und Martin ist jetzt vor ein paar Tagen auch kastriert worden. Er lebt jetzt noch in Isolation bei unseren Hühnern, denn er ist trotz der Kastration noch eine ganze Weile zeugungsfähig. Und da wir hier natürlich absolut keinen Nachwuchs haben möchten im Tierrefugium Hanau, befindet er sich aktuell noch alleine bei unseren Hühnern. Er ist wirklich äußerst verschmust, wie man sieht. Eine sehr, sehr freundliche Ziege, auch eine sehr, sehr verfressene Ziege. Er liebt auch seine Leckereien, die er bei uns bekommt. Und er ist ein guter Esser. Und wir sind ja fest davon überzeugt, dass Martin in den nächsten Wochen und Monaten auch schön zunehmen wird. Gott sei Dank gibt es kein Geruchsfernsehen, denn ja, dadurch, dass Martin nicht kastriert war, hat er einen relativ starken Eigengeruch. Und das ändert sich jetzt aber auch noch durch die Kastration. Martin ist von unserem Tierarzt geschätzte 15 Jahre alt, also ein wirklich äußerst stolzes Alter für eine Ziege. Von seinem Wesen her ist er wirklich ja, ganz wundervoll. Man kann eigentlich überhaupt nichts Schlechtes zu ihm sagen. Er ist sehr, sehr verschmust. Er ist auch sehr freundlich hier mit unseren Hühnern. Er sucht die Nähe zum Menschen, er liebt jede Form von Streicheleinheiten und Martin ist eins unserer Patentiere, für die wir Paten suchen. Das heißt, ihr könnt eine Patenschaft für Martin abschließen, bekommt dann eine Patenschaftsurkunde und Post von Martin und ihr könnt Martin nach Terminabsprache im Tierrefugium Hanau besuchen kommen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Martin Paten bekommen würde, denn er ist wirklich ganz wundervoll. Alle Informationen zum Thema Patenschaften erhaltet ihr auf unserer Homepage. Das blende ich euch hier unten ein. Ihr findet es auch in der Infobox nochmal, alles zum Thema Patenschaften. Und wenn ihr Martin mal persönlich kennenlernen wollt, vereinbart einen Besuchstermin
per Mail oder Telefon. Die Kontaktdaten blende ich euch ebenfalls hier unten ein. Und dann könnt ihr den stattlichen Ziegenbock, denn er ist wirklich sehr, sehr groß, einmal persönlich kennenlernen. Und wir würden uns sehr über euren Besuch freuen und schicken auf diesem Wege ganz liebe Grüße vom ganzen Team des Tierrefugium Hanau.